So, ich habe ja schon in einem anderen Video gezeigt, wie man ein Objekt füllen kann. Es gibt ja bei Objekten, wenn man das Aussehen betrachtet, zwei Möglichkeiten, einmal die Füllung und die Kontur. Und bei der Füllung und durchaus auch bei der Kontur gibt es eben neben einer einfachen Farbe, wie ich es hier jeweils unten habe, eben auch die Möglichkeit, sogenannte Farbverläufe zu verwenden. Und wenn man jetzt mal hier so den Unterschied betrachtet zwischen den beiden Bildern, sieht man eben da eben schon die Unterschiede. Zum Beispiel kann ich mit einem Farbverlauf hier bei dieser Kugel einen gewissen räumlichen Eindruck erzeugen. Man hat also so ein bisschen das Gefühl, als ob hier zum Beispiel von links unten etwas Licht kommt. Ich kann das natürlich auch aus einer anderen Richtung einstellen oder dass zum Beispiel rechts unten, dass es da dunkel, etwas dunkler ist, während der Rest etwas heller ist. Im Gegensatz dazu ist eben die Farbe bei diesem Objekt also ganz gleichmäßig. So, bei diesem Rechteck habe ich jetzt eine andere Variante eines Farbverlaufes, nämlich einen sogenannten linearen Farbverlauf. Dann könnte ich zum Beispiel bei geraden Objekten so eine Art Wölbungseffekt erzielen, so als ob hier quasi das Ganze ein bisschen gebogen ist. Auf der Seite ist es heller, auf der Seite ein bisschen dunkler. Das sind jetzt also zwei Varianten für Farbverläufe. Von der Einstellung her ist es aber sehr ähnlich. Und ich möchte anhand dieser Objekte das eben gerade mal erklären. Wenn ich also ein Objekt jetzt normal eingefärbt habe mit einer einfachen Farbe, kann ich dem zum Beispiel dann hier, indem ich das anwähle, einen linearen Farbverlauf zuordnen. Zunächst mal, wenn man schon ein bisschen gezeichnet hat, gibt es meistens noch andere Farbverläufe. Also die, die ich jetzt hier oben schon verwendet habe, die sind da auch dabei. In diesem Fall aber nehmen wir einfach mal den, der gegeben ist. Und wenn man es so haben will, wäre es ja ganz gut, aber meistens wird man wahrscheinlich das Ganze bearbeiten. So, Farbverlauf generell, wie funktioniert das? Im Grunde genommen habe ich einen Übergang zwischen zwei verschiedenen Farben und das ist hier zunächst mal schon quasi simuliert. Das heißt, ich sehe hier den Übergang zwischen einem Blau bis hin zu durchsichtig. Und das kann man ja hier auch erkennen, dass quasi es dann am Rand weiß ist. Und ich bearbeite so einen Farbverlauf, indem ich die Farben, die Endfarben quasi festlege. Und das sind hier diese zwei Stops, Stop mit den entsprechenden Nummern. Und je nachdem, welche dieser Stops ich halt verändere, wird dann eben dieser Farbverlauf verändert. Zum Beispiel kann ich jetzt eben hier die Farbe verändern und dann ist es eben ein Farbverlauf von Rot zu durchsichtigem Blau. Wenn ich jetzt mal den anderen Stopp wähle und die Alpha-Wert, also die Deckkraft jetzt erhöhe, hätte ich eine Kombination also zwischen quasi soliden Farben von Rot nach Blau und das Ganze kann ich dann eben in den Farben anpassen, wie ich es haben will. Es gibt hier noch weitere Tasten, Zwischenfarbe hinzufügen, Zwischenfarbe löschen. Da möchte ich später nochmal drauf eingehen. Das ist beim radialen Farbverlauf das Gleiche. Was ich jetzt hier zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich quasi die gleichen Farben habe, nur die eine ein bisschen heller mache. Dazu nehme ich jetzt mal oder kopiere ich mal den Farbcode des Grüns und gehe wieder auf meine andere Stoppfarbe. Und jetzt sieht es ja nach überhaupt keinem Farbverlauf aus. Warum? Weil es eben genau das Gleiche ist. Und ich verändere jetzt mal die eine Farbe. Ich muss gestehen, ich muss selber immer ein bisschen probieren. Ich sehe hier oben und dann habe ich jetzt quasi hier den Übergang, dass ich also rechts die dunkle Farbe habe und links die dunkle Farbe und rechts die helle Farbe. Die kann ich natürlich noch anpassen und dann habe ich hier eben diesen Farbverlauf. So, das funktioniert bei dem radialen Farbverlauf ganz genauso. Ich habe zwei Stops und je nachdem, wie ich das Ganze eben anpasse, gibt es dann einen Übergang. Nur habe ich jetzt eben ein Zentrum, von dem aus das Ganze verläuft. So,
Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei meinem Kreis festlegen will, dass ich quasi so eine Art Beleuchtung von links oben etwa haben will, dann ist das jetzt natürlich hier nicht ganz okay. Aber da gibt es ein entsprechendes Werkzeug hier, Farbverläufe erstellen und wichtig vor allem bearbeiten. Und wenn ich das jetzt aktiviere, bekomme ich verschiedene Anfasser und die sind jetzt dafür da, dass ich den Farbverlauf beeinflusse. Und zwar kann ich eben in diesem Fall das Zentrum festlegen und durch meine Farbgebung habe ich jetzt quasi hier den Eindruck, als ob es quasi von links oben geht. Diese Anfasser sind dafür, dass ich quasi die Form des Verlaufs beeinflusse. Ich denke, das ist relativ selbsterklärend, ist vor allem dann wichtig, wenn ich eine andere Form habe als diesen reinen Kreis, dass man da dann eventuell das Ganze sinnvoll anpasst, dass es hinpasst. Und sowas Ähnliches gibt es übrigens auch hier. Nur da ich einen linearen Farbverlauf habe, gibt es halt nur eine Richtung, in die ich das Ganze dann ziehen kann. Diese Linie, die Länge der Linie gibt übrigens an, wie groß der Übergangsbereich ist. Das heißt, hier habe ich meine eine Stoppfarbe, da habe ich meine andere Stoppfarbe und der Abstand gibt an, wie groß der Übergangsbereich ist. Wenn ich das Ganze also so einstelle, dann habe ich also im ganzen sichtbaren Bereich den Übergang. Ich kann durchaus aber auch die Punkte außerhalb platzieren, sodass ich also quasi nur einen Teil des Farbverlaufs sehe. So, jetzt mal ein bisschen tiefer reingehend. Ich habe bei diesem Farbverlauf ja hier im Prinzip nur eine Position oder einen Übergang. Es ist ja eher so, auch bei solchen Röhren oder bei Rohren, dass quasi an einer Stelle das Ganze ein bisschen heller wird. Und danach muss es wieder dunkler geben. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie ich vorgehen kann. Und die möchte ich gerade nochmal verdeutlichen. So, das eine ist, dass ich mit der Wiederholung arbeite. Wiederholung bedeutet, dass ich den Farbverlauf eben nicht nur einmal anzeige, sondern ihn wieder anwende. Und da wäre die eine Möglichkeit, dass ich zum Beispiel Wiederholung alternierend verwende oder direkt. Und da wollen wir mal gerade gucken, wie sich das auswirkt. Wenn ich nämlich das hier ein bisschen verändere, sieht man sehr schön, bei direkter Wiederholung wird also mein Farbverlauf einfach mehrfach hintereinander angewendet. Wie häufig? Das hängt hier davon ab, wie ich das einstelle. Na, also hier wird das genau festgelegt, so breit. Wenn ich es sehr breit mache, fällt das gar nicht auf, dass ich da alternierend eingestellt habe. Was ich ganz interessant finde, und da werde ich noch im anderen Video drauf eingehen, das kann man also durchaus für schöne Effekte nutzen. Das werde ich dann nochmal zeigen. So, die andere Variante ist, dass ich hier anwähle alternierend. Alternieren heißt ja abwechselnd. Und da habe ich jetzt den schönen Effekt, dass ich jetzt quasi so tun kann, als ob ich quasi an einer Stelle es etwas heller habe. Also Farbverlauf von der ersten Stoppfarbe zur zweiten. Und dann geht es jetzt quasi wieder umgekehrt von der zweiten Stoppfarbe zur ersten in dieser Richtung. Und wenn ich das sehr klein machen würde, habe ich dann also so ein Wechselmuster. Ich kann es aber eben jetzt zum Beispiel hier verwenden, um einen noch besseren Rundungseffekt zu bekommen, wie wenn ich das also mit einem einfachen Farbverlauf mache. Eine andere Variante, wie ich das hier erreichen kann, ist mit der folgenden Möglichkeit, und zwar, wenn ich in die Bearbeitung gehe und noch eine Zwischenfarbe einfüge. So, dann habe ich ja drei Stopps. Dieser Stopp, der wird zwischen meinen beiden Farben eingefügt. Und jetzt kann ich quasi diesen Stopp hier noch zusätzlich verändern. Und da könnte ich zum Beispiel einen Schimmer mit reinbringen, dass ich also quasi beim Übergang von dem dunklen Grün zum ganz hellen Grün da noch einen, naja, Goldschimmer oder so etwas mit reinbringe.
Also nicht einfach nur den Farbübergang, sondern noch einen Farbschimmer. Und wenn ich das jetzt wieder auch mal ein bisschen dunkler mache, dann fällt das noch entsprechend mehr auf. Und das Ganze kann ich wieder hier bearbeiten. Nur dass jetzt eben hier ein zusätzlicher Anfasser da ist. Und das ist jetzt quasi diese Zwischenfarbe, an welcher Stelle die positioniert wird. Das kann ich jetzt also verändern. Und was ganz wichtig ist, das kann ich nicht nur hier machen, sondern das kann ich auch an der Stelle einstellen, indem ich den Versatz festlege. Und da sieht man, dass wenn ich das hier ändere, dass das dann auch in der Zeichnung mit geschieht. Ja, man kann jetzt also mit weiteren Zwischenfarben, also da sicherlich ganz interessante Effekte erzeugen, für was auch immer man das verwenden kann. Wichtiger finde ich sicherlich, dass ich einen Übergangseffekt, also wie zum Beispiel eine Rundung, verwende. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoll, überall die gleichen Farben zu verwenden. Dass ich die jetzt also überall hier einstelle. Ich kopiere also quasi die Werte, mache es nur an einer Stelle dann zum Beispiel ein bisschen heller. Und durch den Versatz kann ich dann sehr gezielt an einer bestimmten Stelle eine Helligkeit erzeugen, sodass ich da also einen räumlichen Eindruck habe. So, ein Schimmer. Ne? Das gleiche kann ich auch bei der Kugel machen, nur sehe ich da ehrlich gesagt jetzt also bei so einer Kugel, die rund erscheinen soll, nicht die Notwendigkeit, da also so diese Wiederholung mit reinzubringen. Wer will, kann das natürlich mal ausprobieren, aber wichtig erscheint mir das eher bei solchen rechteckigen Objekten.